Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Strange Days hier und willkommen in den Schatten. Weil wir spielen BAM! Splinter Cell. Und zwar das allererste. Und das ist eins meiner, ich weiß nicht, ob das Nostalgiegründe hat, aber eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten. Ich glaube, das ist 2002 rausgekommen. Also ist schon ein Weilchen her, ne? Und ja, ich glaube, da war ich so 14, 15 und das hat mich einfach nur weggehauen. Das war so gut. Ich hatte nie Konsolen oder so. Das heißt, ich kannte zum Beispiel die Metal Gear Solid, Metal Gear Solid Franchise, die Spiele kannte ich nicht wirklich, deswegen, bis auf Thief, und das hatte ich damals noch nicht gespielt, kann sich auf dem PC nicht so richtig geile Schleichspiele. Und dann kam halt fucking Splinter Cell mit damals absolut beeindruckenden Animationen und Charakterbewegungen und sah auch insgesamt sehr gut aus, ist auch immer noch... Sieht schon scheiße aus, aber ist nicht ganz so schrecklich. Also man kann es sich immer noch ansehen. Die Charakteranimationen sind tatsächlich immer noch ansehnlich, was für ein über 10 Jahre altes Spiel schon beeindruckend ist eigentlich. Und ja, ich hatte einfach tierisch Bock auf dieses Spiel. Ich hatte überhaupt nicht vor, irgendwie eine neue Serie zu starten, aber irgendwie letztens hat das irgendwer erwähnt und ich dachte, oh Mann, das musst du mal wieder spielen. Ich habe versucht, ja, die Grafik ist so hoch wie möglich und so ein Kram, und ich habe mit meinen Nvidia-Treibern auch versucht, Anti-Aliasing anzustellen, so ein bisschen, aber das ist, was es ist, ne? Und ja, wir fangen an. Ich habe mal rumgetestet schon und so. Natürlich, Fraps muss auf jeden Fall auch bei Splinter Cell ab und zu. Wehe, Fraps, wenn ich wegen dir irgendwann erwischt werde in diesem Spiel, ja, dann krieg ich die Krise. Das geht gar nicht. Oh Gott, ich kann meinen Namen nicht schreiben. Wir spielen natürlich auf schwer und es gibt kein Safe-Scumming. Ich werde nicht alle 10 Sekunden auf Quick-Save drücken oder so. Ich werde eigentlich versuchen, die Level in einem Zug durchzuspielen, wenn ich es irgendwie schaffe, und wenn ich das nicht hinkriege, habe ich Pech und dann muss ich das nochmal spielen. Ich zeige euch das dann natürlich nicht alles, aber ich will es halt spannend halten. Und vor allem, ich habe das Spiel bestimmt 6-mal oder so durchgespielt, würde ich sagen. Und habe das irgendwann natürlich nur auf schwer gespielt und habe versucht, möglichst niemanden zu töten und am besten noch nicht mal irgendwen auszuschalten, wenn es sich vermeiden lässt, sondern einfach nur durch Levels kommen, ohne dass mich irgendwer überhaupt registriert. Und das werde ich auch wieder so machen, also jetzt so machen. Ich hoffe, ich spuck da nicht so große Töne, weil es ist natürlich echt schon eine ganze Weile her. Und damals habe ich einfach als Jugendlicher, da hatte ich, glaube ich, bessere Skills, weil ich so abartig viel gespielt habe. Aber werden wir sehen. Gucken wir uns erstmal den ersten Spann an. Ich konnte euch leider, ich wollte euch eigentlich auch das Intro zeigen, weil das coole Mucke hat und so, aber dann ist mir aufgefallen, es hat coole Mucke, die ist mit Sicherheit Copyright geschützt und deswegen habe ich das rausgelassen. Na gut, dann mal los. Seine Reise nach Georgien abgesagt, nachdem der Präsident des Landes durch ein Attentat einer abkhazischen Separatistenorganisation ums Leben kam. Die aufflammenden Gefechte in den Regionen Abkhazia und Südossetia haben die Hoffnungen Georgiens auf Integration in westliche Bündnisse. Dem Industriemagnaten Combine Nikolatze gelang es heute, sich in einem gewaltlosen Staatsstreich die Präsidentschaft zu sichern. Der charismatische Milliardär plant, innerhalb der nächsten Tage Wahlen abzuhalten, die ihn im Amt bestätigen sollen. Er verspricht seiner Bevölkerung beste Beziehungen zum Westen und zu Amerika, sowie Wohlstand für alle. Wurde Glasfasertechnik in Landstrichen Osteuropas verlegt, in denen es vor Jahren nicht einmal Telefone gab. Diesen technologischen Sprung nach vorne verdankt die Region Informationsnationen wie den Niederlanden und Georgien, wo der Vizepräsident nannte seinen Besuch eine Ehre. Er lobte den georgischen Präsidenten Combine Nikolatze als einen Mann mit Gespür für die Zukunft der Welt.
Fischer. Du warst ja schneller hier als ich. Ich bin gern früh da. Hallo, Colonel. Keine Sorge, der Raum ist absolut sauber. Lambert. Schön, dich zu sehen. Und bei der NSA? Ist alles in Ordnung? Es geht. Die sind sich irgendwie nie einig, was ich wissen darf und was nicht. Das liegt in der Natur der Sache. Wir lassen nie eine Person alles wissen. Daher müssen wir alle zusammenarbeiten. Obwohl ich da draußen allein bin? Du wirst uns mehr Daten senden, als du dir vorstellen kannst. Wir stehen über dein Ohrimplantat und das Opside in Verbindung. Läuft das Training auch so ab? Ja. Sorry dafür, dass ich dich über den Kurs hetze. Ich weiß, dass du gut trainiert bist. War seit Jahren nicht im aktiven Dienst. Mag sein. Aber sowas verlernt man nicht. Ist wie mit dem Radfahren. Oder mit den hohen Absätzen. Sei vorsichtig, Fischer. Jedes unserer Worte wird überwacht werden. Du weißt, wie nervös die hohen Tiere in Bezug auf die Fifth Freedom sind. Gib mir Mühe. Gib dir viel Mühe. Ist ja echt merkwürdig windig da drin, oder? Deine Missionen werden entscheidend dafür sein, ob die NSA in Zukunft weiter Offensivmissionen durchführt. Wir sehen uns auf der anderen Seite des Kurses. Okay, Sam, fangen wir an. Kannst du mich hören? Uhu. Gut. Okay, wir sind im Training und ich sage euch was, das halt die Klappe, das tue ich euch nicht an, das ist ja mega öde, falls was Wichtiges passieren sollte, weil ich es sehr bezweifle, werde ich wieder aufnehmen, aber sonst schneide ich das Training raus. Bis gleich. Einige der CIA-Ausbilder bereit erklärt, Opfer zu spielen. Ja, ich dachte, ich mach doch nochmal an, jetzt wird's ja doch ganz nochmal ein bisschen interessant. Und zwar, ja, habt ihr, weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, ich muss jetzt hier durchkommen, ohne gesehen zu werden von den CIA-Kollegen. Und ja, versuchen wir das doch mal. Ja, was so cool an diesem Spiel auch ist, abgesehen davon, dass es ich weiß nicht, viele Stealth-Sachen irgendwie, ich weiß nicht, ob es so viel neu erfunden hat, wirklich, obwohl doch, das so an die Wände drücken und so, ich glaube, das war schon relativ neu, aber, viele Sachen funktionieren, dieses Spiel funktioniert einfach super, dieses, unten rechts seht ihr halt, da sieht man, ob ich im Licht oder im Schatten bin. Und die Steuerung ist so super. Man kann halt, man kann mit dem Mausrad nicht wirklich stufenlos, aber in sehr vielen Stufen seine Geschwindigkeit verändern. Finde ich auch super cool. Und man kann sich rollen und man kann von Wänden abspringen und sich. Oh, das war so gut, ja, als dieses erste Poster. Hier gibt es leider keine Stelle, wo ich es machen kann. Als das erste Poster oder so von diesem Spiel rauskam, beziehungsweise die ersten Bilder, hat man halt gesehen, dass man sich in einem engen Gang mit den Beinen abdrücken kann in Wänden und dann halt so in der Wand, also in der Luft steht, über Gegnern und sowas. Das ist super. Die nächste Tür ist verschlossen, Sam. Du musst deine Dietriche benutzen, um da reinzukommen. Oh. Ja, wie geht denn nochmal das Spiel, das Minispiel? Gott, das ist lang her. Ah, ich schaff das schon. Achso, muss ich, wie was? Ah ja, ausrüsten. Nee. Oh, durch Tür spähen geht auch. Nee, geht nicht. Ich hätte mal zuhören sollen. Okay. Linke Maustaste. Wie geht das nochmal? Ah, okay. Es ist im Prinzip. Es ist nicht wirklich ein Minispiel. Man muss nur in verschiedene Richtungen drücken. Kann ich durch die Tür spähen? Ah ja. Oh, das ist aber dunkel. Und da haben wir den ersten. Wir bewegen uns mal ganz langsam. Die nächste Tür verfügt über einen Sicherheitscode. Der Mann, der die Tür bewacht, hat den Code und den Befehl, nicht zu kooperieren. Überzeuge ihn vom Gegenteil. Ja, das ist auch cool. So schaltet man dann viele Gegner aus und beschafft sich Informationen. Ich kann leider meine coolen, ich glaube, meine coole Nachtsichtbrille kann ich noch nicht verwenden. Huhu. Hi. Du wirst es mir nicht leicht machen, was? Nicht so fest, das tut weh! Tut mir leid. Wie lautet der Türcode? 28469! War ein Vergnügen, mit dir zu arbeiten. Gleichfalls! Und obwohl es hier völlig egal ist,
So macht man das bei Splinter Cell. Man geht in die dunkle Ecke, dann schaltet man sie aus. Nicht da am Licht. Das machen nur Noobs. Was hat er gesagt? Oh nein! Nein! Was hat er... Scheiße. Ich kann das aber nachgucken, glaube ich. Ich bin so ein schlechter Geheimagent. Notizen. Ah ja, 28469. Okay. 28469. Ja, was? Okay. Das war komisch. Sehen wir hier was? Die nächste Tür verfügt über ein Retina-Scan-Schloss. Die Dinger sind nicht teuer und fast unmöglich zu hacken. Glücklicherweise braucht man nur das richtige Auge vom Scanner. Ja, ich verstehe schon. Oh Gott, ich hasse Tutorials. Bewege den Herrn vor dir dazu, die Tür für dich zu öffnen. Mu. Der steht aber auch gerade sehr günstig. Ich frage mich, was er da den ganzen Tag macht. Ninja! Ninja Moves! Yay. Komm, du darfst mitkommen. Wir nehmen dich mit. Und hier in der Ecke. Alles okay. Legst dich mal schlafen. Legst du dich mal schlafen, yo. So. Ich sehe nichts da. Nun zum Thema Unauffälligkeit. Die erste Waffe deiner Wahl sollte Unauffälligkeit so und erst die letzte deine so Karte ist es. Sein. Auf deinem Anzug befinden sich Fotozellen, die mit deinem Offset verbunden sind. Bei einem Wert von 0 bist du ein Schatten. Bei 4 ein Weihnachtsbaum. Oh, ich möchte ein Weihnachtsbaum sein. Aber ich will auch nicht entdeckt werden. Ja, hab ich verstanden. Ja. Lichter ausschießen und so. Es gibt in diesem Spiel, ich bin ziemlich sicher, vielleicht, damit rede ich mich auch jetzt schon mal raus. Wie? Habe ich denn eine? Ah ja. Okay, wie ziehe ich? Ah, was? E ist Waffen aus, raus und reinholen. Okay. Dann machen wir das mal hier wie ein Pro. Sicherheitssysteme melden Eindringlinge im Fuck. Gebäude. Oh hab Gott. Ich hab dich auf dem Monitor gesehen, Sam. Versuch's nochmal. Ich hab ernsthaft Tutorial verkackt. Oh mein Gott. Oh Gott. Kann nicht wahr sein. Ah, ich bin auch ein Idiot. Ich kann so schlecht gleichzeitig zuhören und reden. Ich soll natürlich erst die Lampen ausschießen. Mann. Worüber wollte ich eben reden? Naja, es gibt auf jeden Fall ein, zwei Level. Ich glaube, das ist praktisch unmöglich, da nicht Leute zu erschießen. Wenn ich mich richtig erinnere. Das ist sehr, sehr schwer. Aber ich werde es versuchen. Oh, und jetzt endlich. Das ist so cool, wenn man irgendwo dranhängt oder so und der seine Hände nicht frei hat, dann schüttelt der nur so den Kopf. Ich hätte es jetzt auch fast gemacht und meinen Kopfhörer vom Kopf geworfen. Dann schüttelt er so den Kopf, um die Brille aufzusetzen. Du siehst mich nicht. Ha. Oh, guckt euch diese Lichteffekte an. Meine Güte. Da kann Crysis ja überhaupt nicht mithalten, wa? Einige der Kameras sind sehr empfindlich. Du musst sie nur zerschießen, um vorbeizukommen. An den meisten Kameras kann man sich auch irgendwie vorbeischleichen, eigentlich. Aber ich mache jetzt einfach mal, was der will, dass ich tue. Lampe aus. Ist hier noch einer? Nope.
Sehr schön. Ich höre. Manchmal musst du dich im Dunkel der Schatten halten und deine Bewegungen exakt abstimmen, um an die Kameras vorbeizukommen. Okay. Versuchen wir das. Wo ist denn die Kamera? Ich sehe die Kamera nicht. Ah, da! Okay. Muss ich darüber? Ich glaube schon, ne? Wenn die ganz rechts ist, sieht die mich dann nicht? Sieht die mich dann nicht? Ich weiß es nicht. Überwachungssysteme melden Eindringling. Fuck! Hab dich auf dem Monitor gesehen, Sam. Versuch's nochmal. Natürlich hast du mich gesehen. Du stehst da hinter den scheiß Fenstern, du Arsch. Oh, Gottverdammt. Okay, was hab ich falsch gemacht? Was hätte ich tun sollen? Soll ich mich rausschleichen, wenn die links nach links guckt? Vielleicht. Ah, okay. Ich hab's nur falsch rum gemacht. Aha! Erfolg! Schalte die Wache im Korridor aus und verstecke sie, bevor eine der anderen Wachen sie entdeckt. Wird gemacht. Kann ich die Tür aufmachen? Nee. Ah, hier, das ist doch gut. Ich muss die gar nicht wegtragen. Ich kann auch einfach... Aha. Ja, da, genau das meinte ich. Zack. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Ich find's schön. Okay, Fischer. Wir schicken die andere Wache, um deine Arbeit zu beurteilen. Wo ist er? Tja. Machst du nichts, ne? Machst du nichts. Ah, ich hoffe, ich stelle mich im eigentlichen Spiel geschickter an. Gut, Sam. Es ist wichtig, dass wir unentdeckt bleiben. Wenn es uns gelingt, Beweise für deine Aktivitäten verschwinden zu lassen, ist dies von größtem Nutzen für uns alle. Cool, cool. Ich versuche mal kurz... Nee, kann man sich leider... Kann sich jetzt zwar ein bisschen von der Wand abdrücken, aber nicht... nicht dazwischen stehen bleiben. Hi. Darfst du mich jetzt sehen? Ist das hier der richtige Raum? Im nächsten Gang versuchen wir dasselbe mit Geräuschen. Wir haben einige Mikros versteckt. Okay. Ja, genau. Auf verschiedenen Untergründen ist man verschieden leise. Kann ich mich hier runterlassen? Okay. Muss sehr langsam sein. Oh Gott. Oh Gott, der Herzschlag. Der Herzschlag. Der Herzschlag. Ich weiß nicht, ob das Cheaten ist oder ob das überhaupt was bringt. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Hast du schon angefangen? Fischer! Alter Schwede, du bist am Ende. Großartig, wir machen weiter. Yeah, yeah. Was hast du denn gedacht, Mann? Was hast du denn gedacht?
Ich bin Sam fucking Fischer. Habe ich ganz vergessen. Ich habe mich überhaupt nicht über die neuen Splinter Cell-Spiele aufgeregt. Das muss ich natürlich hier noch einschieben. Oder vielleicht mache ich das zwischendurch auch nochmal. Ich meine, ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, bis zum dritten Teil gespielt. Und... Das muss er sein. Ja. Sam Fischer? Ja. Darf ich dir Vernon Wykes Jr. vorstellen? Hallo. Hey, ich habe Geschichten über dich gehört. Hoffe, du bist nicht sauer. Hab ihm von deinen Kuwait-Missionen erzählt. Sind doch eine Familie. Genau. Vernon arbeitet schon lange für die NSA. Er wird Fahrzeuge, Flugzeuge und Waffen für dich organisieren. Er ist für deine Versorgung verantwortlich. Großartig. Ja, Mann. Kannst es bestimmt nicht erwarten, wieder in den Einsatz zu gehen, was? Ist halt meine Spezialität. Genau, was wir brauchen. Willkommen bei der NSA. Ich bin mir sicher, dass wir fabelhaft zusammenpassen werden. Third Echelon ist ein neues Projekt. Wir müssen vielen Leuten etwas beweisen. Okay. Ihr beiden seid unser erstes Team im Bodeneinsatz. Gebt alles. Wir wollen stolz auf euch sein. Willkommen bei der NSA. Oh yeah. Das war das Training. Gott verdammt. Vielleicht schneide ich mal ein paar Teile raus. Das ist echt so öde. Was ich gesagt habe, das letzte Splinter Cell, was ich gesehen habe, wie ist das? Conviction oder so? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie Videos und Bilder davon gesehen, ja, und es war mit Coversystem und Rumballern und ich fand es zum Kotzen. Oh Gott, es ist laut. Oh Gott, es ist laut. Das wird etwas pieksen. Nur zu. Halt mal. Mann, ist das gruselig. Was denn? Die gute Grimme steckt dir Kabel in den Kopf, Mann. Ich muss nur seine subdermale Verschlüsselungsstruktur mit der von Fort Meade angleichen. Nicht natürlich. Anmachen. Ich weiß, ist für nach der Landung. Beeil dich, lieber Grimm, noch 15 bis zur Landung in Georgien. Bin schon fertig. Lambert? Hey, Irving, hörst du mich? Sag ihr, ich höre sie. Er hört dich. Gut, bist du bereit für den Job? Würde mich besser fühlen, wenn ich wüsste, was los ist. Du weißt wirklich genug. Die CIA hat einen Maulwurf namens Alice Madison im Kabinett des georgischen Präsidenten Kombay Nikolaze verloren. Der Agent William Blaustein, der nach ihr suchen sollte, wird auch vermisst. Arbeiten wir mit den Jungs von der CIA zusammen? Blaustein verfügt über die gleichen Implantate wie du. Das sollte dir genügen, ihn zu finden. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Du weißt alles, was du wissen musst. Du bist da draußen nicht allein, Fischer. Über mich bist du mit einem Dutzend der besten NSA-Leute verbunden. Die politischen Verhältnisse in Georgien sind zu verworren, um sie kurz zu beschreiben. Das war eine schöne kleine Ansprache, Lambert. Tja, du hast gefragt. Das ist die Jungfernreise des Third Echelon. Die muss wirklich wie geschmiert ablaufen. Du landest gleich in Georgien. Bereit machen. Die Sonne ist untergegangen. Zeit, um an die Arbeit zu gehen. Die Suche nach Agent Blaustein hat höchste Priorität. Eine NSA-Kontaktperson wird dir helfen. Schon unterwegs. Halte dich von den Straßen fern. In der Stadt wimmelt es von Ordnungshütern und wir haben keinerlei Rückendeckung aus Washington. Details auf deinem Offset. Okay, erste Mission. Wie es aussieht. Und um ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen überrascht. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass dieses Spiel in einem Korridor anfängt, dass es eine andere Mission ist. Aber da habe ich mich anscheinend geirrt. Ich mache mal auf jeden Fall einen Save am Anfang hier. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Okay, gucken wir uns mal um. Diese Lichterketten sind schon mal scheiße. Und den könnten wir zum Beispiel... einfach ziemlich lautlos umknipsen, glaube ich, ohne dass es jemand unbedingt merken würde. Aber so spielen wir dieses Spiel nicht. Okay, wir gucken unten links immer schön auf das Schattenmeter-Dingsbums. Und es sieht noch gut aus, er sollte uns nicht sehen. Ich muss auch wieder lernen, neu lernen, das einzuschätzen, wann die einen sehen können und wann nicht. Aber... okay... dreht er sich gerade um und wir machen ein bisschen schneller. Okay.
Also der da unten langläuft, über den mache ich mir nicht so Sorgen, der da am Tor langläuft, nur über ihn. Ich denke, wenn er das nächste Mal von rechts nach links rüber geht, werde ich versuchen, auf die Leiter zu springen und hochzukommen. Oh, es sind zwei. Oh Gott, und sie sind gerade zu einer Person geworden. Was war das? Jo, Mann, der lässt sich Zeit hier. Bewegt er sich jetzt überhaupt noch mal? Ah, ja. Ein ziemlich langsamer Rhythmus, wie es aussieht. Ist ja nicht gut für uns. Langsame Rhythmen kann man sich leichter merken und leichter voraussehen. Okay,